Ja. Wir waren jetzt bei Grillbeast, kriegen da aber nichts, weil er uns kein Wasser geben will. Du siehst ganz schön eingepackt aus, Kleiner. Everyone is always laughing and cracking jokes, trying to forget our modern crisis. Dearness, crowding, lack of sunlight. Dreariness, crowding, lack of sunlight. I would join them, but I'm just not very funny. At least I'm not making puns. Ja, du siehst wirklich so aus, als ob du ziemlich deprimiert bist. Dafür siehst du ziemlich glücklich aus. We all know the underground has problems, but we smile anyway. Why? We can't do anything, so why be morose about it? Smile, smile. Eigentlich solltet ihr genau andersrum aussehen, finde ich. So, Library, aber wir gehen erstmal nach oben. Okay, da ist ein Stein mit einem Schnurrbart und ein Kleiderstein mit einer Kappe. Ah, to be young again. The world sure felt boundless. Ah, to be young again. The world sure felt boundless. Okay, das ist ein komischer Stein. Und ich höre gerade irgendwelche Geräusche. You aren't gonna make me be the human again, are you? Let's play Monsters and Humans. Let's play Monsters and Humans. Ja, gut. Klopfen wir mal hier an. Oh, what a beautiful knock. Maybe if I don't answer, I'll hear it again. Ah, my patience rewards me. Ah. Okay, der möchte nur, dass wir uns im Haus anklopfen. Ansonsten möchte der gar nichts. Und was machst du hier? Du wirfst Eis in den Fluss, das hier aus dem kleinen Zipfelturm hier kommt. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Oh. Ring, ring. Hello. Can I speak to G? Wait a second. Is this the wrong number? Oh, it's the wrong number. The wrong number song. Ja. We are very, very sorry that we got it wrong. Oh, it's the wrong number song. We are very, very sorry that we got it wrong. Klick. Ja, das hier musste ich mal triggern, weil merkt euch mal den Mr. G, mit dem er sprechen wollte. Vielleicht schaffe ich es später mal, dieses kleine, besondere, schwer zu findende Easter Egg zu triggern. Ich hoffe es mal, ja. Vielleicht gibt es das sogar dann in einer extra Special-Folge, die ich mal so einschiebe. Weil das ist ein ziemlich, ziemlich creepy Easter Egg, sag ich mal. Also das gibt einem viel über das Spiel zu denken. Und ja, die Leute hier sehen auch lustig aus. Welcome to the library. As we know, the sign is misspelled. Also das Sign... Ja, Library. Jo. Da liegt ein Buch, das können wir leider nicht lesen. Was hast du zu sagen? That look in your eye. You are someone that has difficulty solving Junior Jumble, aren't you? Ja, das ist viel zu schwer. Das haben wir auch Papyrus gegenüber schon zugegeben. Gut. Was ist mit dir? I love working on the newspaper. There's so little to report that we just fill it with comics and games. Das ist doch auch cool. So eine Zeitschrift würde ich auch kaufen. Comic- und Spielezeitschrift. Hust, hust. Du solltest weniger rauchen. When I was younger, my teacher gave me word searches when they run out of assignments. I thought they were a waste of time. But look at me now. I'm the number one word search creator in the entire underground. Ja, darauf kannst du jetzt super stolz sein. Und du solltest definitiv weniger rauchen, vor allem nicht in der Bücherei. Gut, gucken wir uns mal die Bücher an, die es hier gibt. It's a school report about monster funnels. Monster funnels, technically speaking, are cool as heck. Funnels sind doch Beerdigungen, wieso sollen die cool sein? When monsters get old and kick the bucket, they turn into dust. Ja, super.
At Funerals, we take the dust and spread it on that person's favorite thing. Then the essence will live on in that thing. I'm at the page minimum yet. I'm kinda sick of writing this. Okay, war das ein Schulaufsatz? Meine Güte. Also ja, Monster, wenn sie sterben, werden sie zu Staub. Und die anderen Monster verstreuen den Staub auf den Lieblingssachen dieser Monster, um ihre Essenz dort einzufangen. Klingt cool und creepy gleichzeitig. Also ganz anders wie bei Menschen. Und das solltet ihr euch auch für später merken, für die Story-Sache. Beziehungsweise ich wiederhole es da eh nochmal. Why monsters are mostly made of magic. Human beings are mostly made of water. Okay, also Monster sind 80% Magie, während wir 80% Wasser sind oder so ungefähr. Humans with their physical forms are far stronger than us. But they will never know the joy of expressing themselves through magic. They never get a bullet pattern birthday card. Okay. Here I am, writing this book. A person comes in and picks up the book. They start reading it. Oh, sorry. I'm still writing that one. Achso, das sagt sie. Das hat sie geschrieben. Oh, sorry. I'm still writing that one. Because they are made of magic, monsters' bodies are attuned to their soul. If a monster doesn't want to fight, its defenses will weaken. And the cooler the tensions of our enemies, the more their attacks will hurt us. Therefore, if a being with a powerful soul struck with the desire to kill, let's end the chapter here. Also ja, Monster sind nicht wirklich gut im Kämpfen, vor allem wenn sie nicht kämpfen wollen, sind sie noch schwächer. Monster History Part 4. Fearing the humans no longer, we moved out of our old city, home. Ja, da haben wir ja auch gestartet und Toria kennengelernt in Home. We braved harsh, cold, damp swampland and searing heat. Until we reached what we now call our capital, New Home. Again, our king is really bad at names. Also ja, wir müssen New Home erreichen. Love, hope, compassion. This is what people say monster souls are made of. Das klingt ja verdammt positiv dafür, dass es Monster sind. But the absolute nature of soul is unknown. After all, humans have proven their souls don't need these things to exist. Ja, Menschen brauchen keine Liebe, keine Hoffnung und keine Compassion, was auch immer das nochmal auf Deutsch war. Ich hab's jetzt wieder vergessen. Nur, dass wir ohne Liebe auch einsam wären. Gut. Wann ist die Mailbox vollgestopft? It's a mailbox overflowing with unread junk mail. Mach mal den Spam-Filter an. This mailbox is labeled Papyrus. Look inside. Yes. It's empty. Oh. Also ja, das wird wahrscheinlich Sans Briefkasten sein, vollgestopft mit Spam. Und Papyrus Briefkasten, der einfach leer ist. It's locked. Und das ist dann wohl ihr Haus, das abgeschlossen ist. Gut. It's locked from the inside. Dann haben wir also keine große Wahl, als weiterzugehen. Ich könnte ja noch beim Händler mir eine neue Rüstung kaufen. Oh, es wird neblig. Und da fließen die Eisblöcke, die der Wolf ins Wasser geworfen hat. Oder schwimmen sie, besser gesagt. Oh. Oh, wer ist denn das? Human. Naja, an der Schrift ist es schon zu erkennen. Allow me to tell you about some complex feelings. Feelings like the joy of finding another pasta lover. Ich mag Pasta wirklich. The admiration for another's puzzle-solving skills. Puzzles mag ich auch, deswegen spiele ich zum Beispiel Legend of Grimbock. The desire to have a cool, smart person think you are cool. These feelings, they must be what you are feeling right now. I can hardly imagine what it must be like to feel that way. After all, I am very great. I don't ever wonder what
Having lots of friends is like. I pity you, lonely human. Worry not, you shall be lonely no longer. I, the great Papyrus, will be your. Komm, sei mein Freund, ich mag dich. No, warum nicht? No, this is all wrong. I can't be your friend. You are a human. I must capture you. Then I can fulfill my lifelong dream. Powerful, popular, prestigious. That's Papyrus, the newest member of the Royal Guard. Oh, Papyrus blocks the way. Act, Papyrus. Checken wir ihn mal. Papyrus, attack 20, defense 20. He likes to say nye. Nye. Das ist jetzt mal süß. Oh. Hat uns total verfehlt. Smells like bones. Mhm. Gut. Wir können jetzt mal den Stick tun. You told the stick, Papyrus brings it back in his mouth. Oh, I should have brought one of those. Mhm. Das bringt schon mal nix. Papyrus whispers. Papyrus. Flirten wir mal mit ihm. What? Flirting? So you finally reveal your ultimate feelings. Well, I'm a skeleton with very high standards. I have zero redeeming qualities. I can make spaghetti. Oh no, you're meeting all my standards. Ja, wo auch immer der die isst, wenn er keinen Magen hat. I guess this means I have to go on a date with you. Let's date later, after I capture you. Mhm. Papyrus is thinking about what to wear for his date. Ja, laufen wir weiter. Oh no, let's date later, after I capture you. Nee, triffst mich nicht. Papyrus is thinking about what to cook for his date. Was denn, Spaghetti? Sperr dich mal. So you won't fight? Then let's see if you can handle my fabled blue attack. Oh, jetzt kommt seine Blue Attack. Hm, das ist jetzt auch wieder harmlos. Was? Autsch. You are blue now. That's my attack. Okay, jetzt sind wir blau. You are blue now. Können wir weiter flirten? Papyrus is too busy fighting to flirt back. Let's date later, after I capture you. Ja. Toll, wir sind blau, das heißt, wir müssen jetzt jumpen. Und die Musik geht fancy. Papyrus steps Marina sauce behind his ears. Marinara. Warum spürt er sich Soße hinter seine Ohren? Okay, sperren wir weiter. What? I'm not thinking about the date thing. Nein, deswegen spürst du keine Marinade hinter deine Ohren. Und ja, die Musik klingt super cool und der Fight ist super kreativ. Jetzt, wo wir jumpen müssen und blau sind. Und jetzt tut der MTT Brand Bishy Cream behind his ears. Ich verrate mal nicht, was MTT ist, das weiß ich nämlich. Aber warum auch immer er sich Creme hinter die Ohren schmiert. Yeah, don't make me use my special attack. Ich will auch nicht, dass du deine special attack benutzt, Papyrus. Ich will nur, dass du mich vorbeilässt. Und jetzt tut er Anime-Powder hinter seine Ohren pudern. I can almost taste my future popularity. Wow. Wow. Da müssen wir stehen bleiben. Gut. Wow. Papyrus stabs MTT Brand Q-Juice behind his ear. Spare. Papyrus, Head of the Royal Guard. Ja, müsstest du da nicht erst einmal andeinlos werden? Wow, wow. Ja, ich tu diesen Kampf mal nicht heilen. Ich habe ja bis jetzt auch sowieso fast nie geheilt. Weil ich will noch ein Easter Egg triggern oder es versuchen zumindest. Dazu müsste ich verlieren, was ich allerdings nicht absichtlich will. Attraction Slime, ja. Von mir aus Papyrus. Papyrus.
Unparalleled Spaghetto. Ja, der Spaghetti-Imperator. Wow. Autsch. Papyrus Steps. Was schmiert der sich alles hinter die Ohren? And I will be really proud of me. Oh, das ist wieder ein längerer Sprung, den ich gerade verkackt habe. Okay, geschafft. Papyrus realized he doesn't have ears. Ja, das ist auch so eine Sache. The king will trim a hedge in the shape of my smile. Warum soll der König eine Hecke schneiden? Das war schlechtes Timing. Oh nein, ich verliere nicht absichtlich jetzt. Papyrus is trying hard to play it cool. My brother will be... Well, he won't change very much. Ja, das ist halt Satz. Oh, das ist mies. Smells like bones. Ja. Yeah. I have lots of admirers, but... Das war zu hoch gesprungen. Ja, ich bin sowieso gleich am Verlieren. Papyrus is considering his options. With anyone like me as sincerely as you? Oh. Oh. Hm. Ja, das ist manchmal tricky. Oh. You are too weak. I was easily able to capture you. Ja, jetzt habe ich mal absichtlich mehr oder weniger absichtlich verloren, weil ich ja nichts genommen habe. Ich hätte ja so bei 7 Punkten oder sowas einwerfen können oder bei 6. I was easily able to capture you. Aber ich will euch das zeigen, was passiert, wenn wir gegen Papyrus verlieren. I will now send you to the capture zone. Oh, a sense calls it. Aber Garage. You're in the doghouse now. Yeah. Also ja, Papyrus kann uns nicht töten. Und ja, so kommen wir hier rein. It's a note from Papyrus. Sorry, I have to lock you in the guest room until Undine arrives. Feel free to make yourself at home. Refreshments and accommodations have been provided. Nearfully your Papyrus. Ja. It's a squeaky chew toy. It's too small to sleep on. Ja, ein Hundebett. Unfortunately, it's just a arrived food. Ja, aber Papyrus ist zum Glück nicht sonderlich schlau darin, Gefängniszellen zu bauen. Deswegen latschen wir einfach mal wieder raus. So, nein, ich wollte dich beenden. Escape wäre jetzt katastrophal gewesen. Gut, das heißt, wir schlafen noch einmal. Können den Stick mal wegtun, weil Papyrus bringt ihn uns auch immer wieder, wie die ganzen Hunde, was sicherlich lustig aussieht. Also man sich lustig vorstellen kann. Use the box. Yes. So, Stick kann weg. Wir können ins Inn und nochmal ausruhen. Ja, here's your room key. Make sure to bundle up. Irgendwoher kommt mir die Melodie bekannt vor. Ich glaube, die finden wir doch später im Spiel. Hey, you look like you had a great sleep. Which is incredible, because you were only there for about 2 minutes. Here's your money back. You can pay me if you are going to stay overnight. Ja. Mom says the sleeping can recover your health about your maximum HP. Jo. Gut, das heißt, wir können noch mal kurz speichern. The sight of such a friendly town fills you with determination. So, weil... Das E-Stack wollte ich euch mal zeigen, weil sonst kommt man halt nicht in die Garage rein. Und die wollte ich euch gerne mal von innen zeigen. Genau, es lockt from the inside. Also, nächste Runde gegen Papyrus, diesmal aber serious. Also, wir werden uns heilen, wenn wir zu wenig Health haben. Mal sehen, was er jetzt zu sagen hat.